Hallo liebe Zuschauer, hier ist heute die Ärztin Perin Dinekli aus Offenburg. Die Perin macht heute unter anderem auch noch eine kleine musikalische Begleitung. Aber vielleicht kannst du am besten selbst was dazu sagen. Perin, wie kamst du dazu, dieses Lied, das du heute Abend vorträgst, zu schreiben und auch mehrfach vorzutragen? Ja, das lag daran, dass ich habe ja einen Strafbefehl bekommen im Dezember 2020 und anschließend hat die Approbationsbehörde ist dann an mich herangetreten und hat mich aufgefordert, meine Approbation freiwillig abzugeben, weil ja der Verdacht bestünde, dass ich unwürdig und unzuverlässig in meiner Persönlichkeit und für den Arztberuf charakterlich nicht geeignet sei. Und dann haben sie mir, das habe ich natürlich abgelehnt, und dann haben sie mir ein Ultimatum gestellt, ich solle doch eine eidesstattliche Erklärung abgeben, keine Maskenbefreiungsatteste mehr auszustellen. Auch das habe ich nicht getan und habe dafür dieses Lied geschrieben und einen entsprechenden langen Brief an die Approbationsbehörde geschickt. Seitdem, also indem ich meine Motivation für mein Handeln, Maskenbefreiungsatteste auszustellen, und das auch weiter tun zu wollen, so wie ich es nach ärztlichem Ermessen für nötig befinde. Genau, das habe ich, die Motivation, die ich da habe, nämlich den Patienten zu unterstützen und zu schützen vor absurden Maßnahmen, absurden und schädlichen Maßnahmen. Und das habe ich alles in diesem Brief und auch anschließend Passagen aus dem Hippokratischen Eid niedergeschrieben und dieses Lied. Dieses Lied singe ich halt bei verschiedenen Gelegenheiten. Okay, Perin, jetzt hast du so das ein oder andere wichtige, den einen oder anderen wichtigen Begriff genannt. Zum einen das ärztliche, medizinische Verständnis, die Fürsorge für den Patienten. Ja. Und diese hoch angesehenen oder ganz wichtigen, eigentlich wie ich finde, elementaren Grundlagen, die ein Arzt mitbringt, die wurden in dieser bestimmten Zeit eben nicht so hoch gewichtet. Wie kann man das sagen, die Gleichschaltung der Medizin? Ja, kann man schon sagen. Also ich muss leider sagen, es wundert mich nicht so sehr, dass so viele Ärzte mitmachen bei diesen, also eigentlich, man kann schon sagen, körperverletzenden Maßnahmen, sei es jetzt diese sogenannte Impfung oder eben Masken, die ja auch in Arztpraxen immer noch getragen werden müssen und auch von den Patienten verlangt man das. Also es wundert mich leider nicht so sehr, weil ich habe Medizin studiert und ich weiß, dass während dem Studium lernt man in erster Linie Obrigkeitsdenken und alles, was von oben kommt, also alles, was der wissenschaftlichen Leitlinie der jeweiligen, die sich ja immer wieder selber abschafft, aber egal, die nächste ist dann wieder heilig und die darf man nicht in Frage stellen. Und das lernt man im Medizinstudium leider, dass man das sozusagen in sich reinfrisst und das in keinster Weise in Frage stellt. Und deshalb ja, ist es eigentlich, logisch, dass so viele Ärzte, die das dann 6 Jahre mindestens gelernt haben und dazu gedrillt wurden, ja, quasi, auch weiter so machen. Also der Ansatz von Immanuel Kant, wage es weiß zu sein oder wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bemühen oder diesen eigenen Verstand hervorzurufen, der ist dann, wenn man das Medizinstudium abgeschlossen hat, nicht bei vielen leider, ich muss es auch feststellen, ja, nicht mehr ganz so präsent. Ja, leider ist es so. Leider ist es so. Aber es ist ja, glaube ich, ich glaube, ganz viele Ärzte haben doch eigentlich die grundsätzliche Idee, sie möchten diesen tollen Beruf ergreifen, weil sie den Menschen helfen möchten. Eigentlich ja. Ja. Und dann geht es darum, dass, also ich kenne selbst, als ich eine Zeit lang diese partikelfilternde Maske in einer bestimmten Arbeit tragen musste. Wir wurden ja vorher untersucht, ob wir das tragen dürfen und ob da auch keine gesundheitlichen Einschränkungen dagegen vorliegen. Ja. Und dann kommt der Führerbefehl. Und das heißt, ja, so kann man sagen. Ja. Okay, also dann sind wir gespannt auch einfach auf vielleicht eine gewisse, in gewisser Weise humorvoll ironische musikalische Aufarbeitung, ja, wie du das siehst. Genau. Okay, dann freuen wir uns drauf und auch natürlich noch also gern. Ich singe 3 Lieder. Okay. Das mittlere ist dieses, die Erinnerung an den Hippokratischen Eid. Okay, genau. Sind wir gespannt, wie das klingt und freuen uns drauf. Danke, dass du noch vor deinem Auftritt Zeit hattest, Perin. Danke dir. Kein Problem.